Wer in den Kaukasus zu einer Pferdetour aufbricht, kann nicht viel Gepäck mitnehmen. Am besten alles in einen Sack oder eine Packtasche. Es muss auf einem Pferderücken Platz haben. Wir brechen von Tiflis auf der georgischen Hauptstadt. Zeit für eine Besichtigung bleibt keine. 8 Tage sollen wir im Sattel unterwegs sein. Das ist wichtiger als irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder Stadtführungen. Kuitscha, unser georgischer Gefährte, wird uns die ganze Zeit begleiten. Das sind Adam, Krzysztof und Wojtek, 3 Freunde aus Polen und Pferdenarren, die genauso abenteuerlustig sind wie ich. Etwa 100 Kilometer sollen wir bis nach Tuschetien an der Grenze zu Tschetschenien unterwegs sein. Doch man hat uns vorgewarnt, die Reise wird etwa 6 bis 7 Stunden dauern, wir werden bald merken, warum. Zu Beginn bringt uns Kuitscha recht flott vorwärts. Alles wirkt ein wenig chaotisch, aber das überrascht uns nicht wirklich. Radio Dardimandis exklusiv. Wir ersuchen ihn um ein wenig georgische Musik, um uns auf das Land und seine Eigenheiten einzustimmen. Kuitscha spricht nur Georgisch. Die Verständigung mit ihm ist ein wenig mühsam. Aber eines wird schnell klar: Als Fahrer hat er Temperament, wahrscheinlich ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Natürlich wundern wir uns, warum der Lenker in seinem Wagen auf der rechten Seite ist. Sein Wagen stammt direkt aus Japan und dort herrscht ja Linksverkehr. Adam, ganz links beim Fenster, ist der Organisator der Reise. Er unternimmt Pferdereisen in verschiedenen Ländern Osteuropas. Einfach, weil es ihm Spaß macht und er es sich leisten kann. Wojtek ist erfolgreicher Unternehmer aus Krakau. Mit viel Humor und praktisch immer gut gelaunt. In der Umgebung von Tiflis wirkt alles noch ziemlich gewohnt mit einem, wie heißt es so schön, etwas südlichen Flair. Doch uns drängt es in den Kaukasus. Bis über 5000 Meter hoch sollen die Berge dort sein. Natürlich zweifeln wir das nicht an, aber eindrucksvoll ist das schon, sodass wir es kaum erwarten können. Und dann, nach einer Rechtskurve, sehen wir zum ersten Mal in weiter Entfernung das Ziel unserer Reise. Den Unruheherd in Russland und gleichzeitig der Geburtsstätte des kommunistischen Diktators Josef Stalin. Wir sind erst etwa 2 Stunden unterwegs, aber jetzt in der Nähe des Gebirges geht die Fahrt eigentlich erst richtig los. Mit uns dabei sind auch Veronika und Jagoda, 2 Mädchen oder junge Damen aus Warschau. Wir sind ein wenig skeptisch, ob die beiden die Strapazen in den Bergen auch durchhalten werden. Naja, typisch dummes Männergerede. Natürlich haben wir uns vorbereitet und wissen bereits ein wenig über Georgien. 4,5 Millionen Einwohner, Durchschnittsverdienst nicht ganz 300 Euro und etwa so groß wie Bayern. Immer wieder müssen wir uns durch Schafherden durchwälzen. Kein Wunder, in den Bergen gibt es nichts als Schaf- und Rinderzucht. Dass da die Herden auch auf den Straßen unterwegs sind, ist nur für Besucher von auswärts ungewöhnlich. Wir sind nicht in Indien und doch haben die Kühe hier etwas Heiliges an sich. Immerhin gibt es in Georgien etwa 1 Million von ihnen und das ist pro Kopf mehr als zum Beispiel in Deutschland. Und daher haben sie auf der Straße Vorrang, den sie sich nur ungern nehmen lassen. Wir kommen inzwischen ins Gebirge, auf den einzigen Weg, der in die Region Tuschetien führt. Eine Straße, die erst vor 30 Jahren in den Berg gehauen wurde. Früher waren die Bewohner hier nur mit Pferden oder zu Fuß unterwegs. Vielleicht romantisch, aber sicherlich beschwerlich. Kuitscha scheint hier praktisch jeden zu kennen. Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben, halten einfach zusammen. Wenn es regnet, verwandelt sich die Straße in ein richtiges Schlammfeld. Dann ist überhaupt Sense, denn die großen Versorgungs-LKW kommen fast nicht mehr durch und rausgebracht aus Tuschetien kann auch nichts mehr.
Die mächtigen Felsen am Straßenrand geben eine Vorstellung davon, mit welcher Wucht die Straße aus dem Stein herausgesprengt wurde. Später erzählt man uns, dass viele Menschen beim Bau der Straße ums Leben gekommen sind. Irgendetwas mit dem Wagen stimmt nicht. Huitscher muss öfter anhalten, aber vielleicht ist es nur die Höhenluft, die dem Motor nicht gut tut. Das hoffen wir zumindest. Ich bin jetzt als Reporter das zweite Mal in Georgien. Das letzte Mal war vor mehr als 20 Jahren, als die Sowjetunion zerfallen ist und es hier ziemlich rau zugegangen ist. Heute ist die Lage ruhig und der Krieg mit Russland um einige Territorien ist inzwischen schon 5 Jahre her, sodass wir nichts zu befürchten haben. Die ersten Touristen, denen wir begegnen, sind 2 Motorradfahrer aus Tschechien. Alle Achtung! Das Schaukeln ist mehr amüsant als lästig. Als Reiter wissen wir, dass das nur ein Vorgeschmack darauf ist, was wohl noch kommen wird. Doch dass wir so nah am Abgrund unterwegs sind, ist doch ein wenig unerwartet und lässt uns an unserer eigenen Courage ein wenig zweifeln. Immer wieder sehen wir am Straßenrand verrostete Strommaste. Nach dem Zerfall der Sowjetunion herrschte zunächst Chaos und niemand kümmerte sich um Strom und andere Leitungen. In manchen Bergregionen bis heute nicht. Dass ein Gebirgsbach im Kaukasus über die Straße fließt, ist ganz normal. Denn für eine Regulierung fehlt das Geld. Für die Einheimischen ist das oft ärgerlich. Für uns aber eine kleine Attraktion, eine Zeitwanderung. Dann passiert das, was sich schon längere Zeit angekündigt hat. Der Motor unseres Wagens streikt. Genau bekommen wir nicht mit, was das Problem ist. Aber es scheint so, dass wenigstens Huitscher weiß, was los ist. Wir sind nicht allzu sehr beunruhigt. Von irgendwoher tauchen 2 Helfer auf und Huitscher packt sein Werkzeug aus und stellt sich recht professionell an. Die gute Laune lässt sich niemand von uns verderben. Die Gegend und das Wetter sind traumhaft und eine Pause schadet auch nicht. Vor allem, wenn man was zu knabbern mit hat. Gerade kommt wieder ein Fahrer vorbei, der fragt, was los ist. Helfen kann er aber nicht. Offenbar ist mit einem Filter etwas nicht in Ordnung. Werkstätten gibt es in den Bergen nicht, also hilft nur eines. Huitscher muss improvisieren und wir merken bald, dass ein solches Verhalten hier zum Standardrepertoire gehört. Notwendige Überlebensstrategie. Doch nach einer Stunde Herumgetue ist alles erledigt. Der Motor brummt wieder und wir können weiterfahren. Es wird langsam Abend und wir nähern uns unserem Ziel. Omalo heißt der Ort, zu dem wir hinwollen. Er gilt als das Zentrum Tuschetiens. Von Weitem sehen wir dann eine Burg oder Ruine. In der Dämmerung ist das nicht so genau zu erkennen. Wir sind endlich nach 8 Stunden Fahrt am Ziel. Ein paar Häuser aus Stein oder Holz in einer Talsenke, darüber eine Steinruine. Irgendwie hat das alles auf den ersten Blick etwas Märchenhaftes an sich. Letztlich sind wir froh, dass wir da sind. Durchatmen, sich umsehen, die Knochen ausstrecken. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Es ist ruhig in Omalo. Man hat uns gesagt, der Ort wäre ein Touristenzentrum. Wir haben das Gefühl, wir sind die einzigen Fremden hier. Veronika und Jagoda sind die neugierigsten von uns und begeben sich sofort auf Erkundungstour. Es ist seltsam.
was man zu Hause wahrscheinlich nie tun würde, über einen fremden Zaun zu steigen, macht man woanders, wo man ärmere Leute vermutet, wie selbstverständlich. Das wird mir erst später bewusst, doch in der ersten Euphorie siegt auch bei mir die ungebremste Neugier. Wir haben Glück. Wir dringen in einen Raum ein, wo gerade gekocht wird. Man wundert sich ein wenig über den kleinen Überfall, gleich mit Kamera und Mikro, aber es scheint zu stimmen, was man uns gesagt hat. Die Tuscheter dürften freundliche und vor allem nachsichtige Menschen sein. Es stellt sich heraus, dass wir hier ganz richtig sind. Wir sind bei unserer Wirtin in der Küche gelandet und sie bereitet gerade das Abendessen vor. Der Essensraum ist oben und das hier ist die Küche. Die Küchenhelferin zeigt uns gerade, was gekocht wird. Khachapuri, ein georgisches Nationalgericht. Das ist aus Quark. Masla. Butter. Und Mehl. Das ist alles. Wir wollen natürlich viel mehr über das Leben hier wissen und kommen mit einem Bekannten der Wirtin ins Gespräch. Im Sommer leben hier etwa 40 Familien. Im Winter dann gehen wir alle wieder runter in die Ebene. Und wenn es dann eben hier so richtig kalt wird mit Eis und Frost, bleiben nur 11 Familien hier in Omalu. Aber es gibt hier Dörfer, wo überhaupt nur ein Mensch bleibt. Man hat uns nämlich in der Zeit der Sowjetunion von hier abgesiedelt und viele Menschen haben sich an das Leben unten in der Ebene gewöhnt. Daher gibt es hier nur so wenig Menschen. Abgesiedelt hat man sie, weil die Sowjets die örtliche Sowchose aufgelöst haben und es dann hier in den Bergen keine Arbeit mehr gab. Unsere Gruppe ist hungrig und es gibt Abendessen. Die georgische Küche galt in der Sowjetunion als die beste Küche des ganzen Landes. Weiches, weißes Brot, Salate, Pasteten, das Ganze scharf gewürzt. Folklore wird natürlich hier hochgehalten. Endlich essen und morgen soll es dann losgehen mit den Pferden in die uns unbekannte georgische Bergwelt. Erst am nächsten Tag in der Früh merke ich so richtig, in was für eine Zauberwelt wir hier geraten sind. Alles wirkt hier idyllisch und irgendwie verschlafen. Erst langsam wacht hier das Leben auf. Ich versuche mit den Pferden Kontakt aufzunehmen, aber die sind zunächst ein wenig distanzierter als die Menschen hier. Mit diesem Pferd geht es schon ein wenig leichter hier. Du dürft wahrscheinlich ein bisschen älter sein und erfahrener, aber das andere ist noch jung. Aus einem Haufen von Sitzen, Schnüren und Decken baut Gotscha die Sättel für uns zusammen. Wir dürfen zunächst nur zusehen und haben das Gefühl, unsere georgischen Gefährten halten uns für verwöhnte Freizeitreiter. Wir nehmen uns vor, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Die georgischen Pferde sind nicht allzu groß, aber zäh und arbeitswillig, hat man uns versichert. Zunächst ist es mit der Romantik nicht weit her. Laute und meist stinkende Riesenlastwagen sind das Lebenselixier in den kaukasischen Bergen. Ohne die Einfuhr von grundlegenden Dingen wäre ein Leben hier nicht möglich. Doch bald bewegen wir uns abseits der Hauptroute und können die Pferde ein wenig loslassen. Thank you.
Bergab marschieren auch wir. Schließlich sollen wir zwischen 30 und 40 Kilometer täglich unterwegs sein. Und das, bergauf und bergab, schafft praktisch kein Pferd, wenn der Reiter nicht ab und zu selbst seine Beine bewegt. Nur 4000 Menschen leben im Sommer in Tuschetien. Und so hat man uns erzählt, im Jahr kommen etwa 10.000 Besucher als Wanderer und Abenteurer. Der erste Ort, in den wir kommen, heißt Schenako und ist ganz typisch für alle Dörfer Tuschetiens. Häuser, oft hunderte Jahre alt, aus Stein und Holz. Viele davon verfallen und notdürftig hergerichtet. Gleich beim Einreiten komme ich mit einem älteren Mann ins Gespräch. Die meisten Alten sprechen hier noch Russisch. Mit ihnen ist eine Kommunikation für mich möglich. Im Unterschied zu den wenigen Jungen, die noch in Tuschetien sind und aufs Russisch lernen pfeifen. Und wie ist denn das Leben hier so in den Bergen? Ganz wunderbar, ist die spontane Antwort. Ich werde gleich ins Haus eingeladen und lasse mich natürlich nicht zweimal bitten. Wände aus Stein, Holzboden, ein paar Gegenstände, das Notwendigste eben. Warm ist es hier, da beißen die Fliegen nicht. Und wo schlafen Sie? Ich schlafe hier und er schläft dort. Offenbar wohnt hier noch jemand. Da oben ist noch ein Zimmer für so Gäste wie Sie. Das ist natürlich besser eingerichtet. Hier koche ich und brate ich. Und verraten Sie mir Ihren Namen? Eldar. Und Ihr Familienname? Mir imponiert seine Direktheit und Ungezwungenheit. Wenn man ihn so reden hört, kommt einem das Klischee von arm, aber glücklich in den Sinn. Ich habe den Eindruck, da könnte sogar etwas dran sein. Die Jungen wollen hier nicht mehr leben. Hier gibt es nicht so viele Bequemlichkeiten wie unten. Hier möchte niemand sein, nur Leute aus unserer Generation. Die Jungen haben genug davon, die wollen einen Fernseher und das und alles Mögliche. Doch er ist da ganz anders. Man muss ja da sein. Irgendwer muss ja das hier das ganze Jahr bewachen. Niemand bleibt hier, die meisten hier gehen rauf und runter. Ich bin aber hier geboren und hier werde ich auch begraben. Unsere Vorfahren haben hier so gelebt, die sind immer da geblieben und sind nirgendwo hinweggegangen. Und wir wollen auch so leben, ja. Und da ist noch so ein Alter. Und Sie leben auch hier, schon lange? Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und lebe hier. Sein Mitbewohner heißt Notari Chadzidze und will mir den Gästeraum zeigen, den die beiden gebaut haben. Nicht, weil sie mich unterbringen wollen, sondern weil sie stolz darauf sind, was sie da zusammengebracht haben. Obwohl, Touristen verirren sich nur selten hierher. Ein Komfort, den sich die beiden selbst nicht leisten. Und manchmal sind noch Gäste da? Ja, lautet die lapidare Antwort. Und für die steht sogar ein fast richtiges Badezimmer zur Verfügung. Und dann erzählt uns Herr Chadzidze noch eine andere interessante Sache. Hinter dem Dorf gibt es eine Wiese, die Frauen nicht betreten dürfen, nur Männer. Da links dürfen sie nicht gehen, geradeaus aber schon. Da dürfen Sie also gehen. Ja, da dürfen Sie gehen. Da links von dem Weg dürfen Sie nicht gehen. Da links eben nicht, aber rechts schon. Aber da geradeaus dürfen Sie schon gehen. Nur da nicht. Aber sonst überall schon. Natürlich möchte ich wissen, was es mit der Tradition der Ausschließung von Frauen auf sich hat.
Nur, es weiß eigentlich niemand. Tradition eben. Ich bitte Herrn Chvedagurice, mich zu irgendeiner Frau des Dorfes zu bringen. Vielleicht erfahre ich dort mehr. Er führt mich zu seiner Nachbarin. Ich platze nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern frage sie zunächst nach ihrem Leben im Dorf hier. Ich lebe nur im Sommer hier. Und die andere Zeit, wo sind Sie da? Die andere Zeit, na schauen Sie, ich habe 16 Jahre in Moskau gelebt, dann 20 Jahre in Tiflis. Jetzt lebe ich in Albany, unten in der Ebene. Und was machen Sie hier im Sommer? Ich baue Kartoffeln an. Und was bedeutet das für Sie, dass Sie hier nicht überall hingehen dürfen? Na, wir haben uns daran gewöhnt. Das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Und wissen Sie, woher diese Tradition kommt? Ach, das weiß ich nicht. Damit haben unsere Vorfahren angefangen. Das ist eben so. Aber das ist kein Problem. Für uns Einheimische ist das kein Problem. Wir können überall hingehen. Außer eben auf diesen Platz. Das ist alles in Ordnung. Und dann erzählt uns Frau Kettewan, dass sie noch einen Vater hat, der 86 Jahre alt ist und dass ihr Großvater das Haus hier gebaut hat, noch im 19. Jahrhundert. Und es halte er noch immer. Das sei wahre Tradition. Uns zieht es weiter. Und endlich kommen wir auch reiterisch auf unsere Rechnung. Doch es geht nicht nur flott dahin. Immer wieder müssen wir hinauf. Und das ist manchmal auch ganz schön anstrengend. Nicht nur für die Pferde. Ja. Und dann herrscht plötzlich Aufregung. Temo, unser Begleiter, mahnt uns zur Vorsicht. Wir müssen über einen Wildbach. Aber das geht nur, wenn die Pferde alleine drüber gehen. Mit unserem Rücken hätten sie keine Chance. Jagd! Halt, halt, halt! Jagd! Wir staunen nicht schlecht. Die georgischen Pferde haben nicht nur Ausdauer, sondern auch eine gehörige Portion Mut. Für uns ist es da schon leichter. Nur ein paar Baumstämme als Brücke, aber immerhin. Auf den verwegenen Bergpfaden kommt mir das Bild der bewaffneten kaukasischen Krieger der vergangenen Jahrhunderte in den Sinn, die wohl auf solchen Wegen unterwegs waren. Und wahrscheinlich sehen auch so die Pfade der islamistischen Kämpfer gleich hinter der Grenze in Tschetschenien und Dagestan aus. Nach einiger Zeit treffen wir auf zwei georgische Grenzsoldaten. Sie zu filmen, ist eigentlich verboten, aber naja, nicht alles wird hier so genau genommen. Dort ist Dagestan. Und wo ist Tschetschenien? Dort ist Tschetschenien. Eigentlich unfassbar, denke ich, dass in einer solch wunderbaren Gegend so viel Hass gedeiht und so viel gekämpft wird wie in den letzten Jahren. Aber ich weiß, das sind weltfremde Gedanken. Da an der Grenze zeigt ein Kriegerdenkmal einen georgischen Kämpfer. Ein Held vielleicht? Das ist kein Grab. Der ist einfach da runtergefallen und dafür wurde ihm dieses Denkmal errichtet.
Tja, und hier kann man auf ihn trinken. Ja, ja, natürlich. Auf ihn müssen wir trinken. Das muss sein. Unseren Übermut haben die Pferde genützt, um sich heimlich davon zu machen. Doch wer ein richtiger Georgier ist, zeigt, dass er auch eine solche Situation meistert. Man glaubt hier fast das Echo der Hirtengesänge zu hören in den weitläufigen Bergen und Tälern des Kaukasus. Und dann kommen wir in ein Dorf, wo uns eine wirkliche Überraschung erwartet. Ja, es ist tatsächlich ein Bild von Josef Stalin, geboren als Josip Tschugaschwili in Georgien. Zunächst Priesterseminarist und dann kommunistischer Machthaber, der auch viele Georgier in den Gulag gebracht hat. Leider finden wir niemanden in dem Dorf, den wir fragen könnten, woher die Verehrung für den georgischen Diktator Stalin kommt. Wahrscheinlich nur aus nationalen Gründen heraus, aber trotzdem. Vornehm ausgedrückt, verwunderlich und im Klartext mehr als idiotisch. Auch das nächste Dorf scheint menschenleer zu sein. Doch wo Tiere sind, da dürften auch deren Besitzer nicht weit sein. Doch zunächst wirkt alles einsam und verlassen. Dann entdecken wir doch noch eine Frau, die die Stellung im Dorf hält. Es stellt sich heraus, dass sie erst vor kurzem als Letzte im Dorf mit der Käseproduktion fertig geworden ist. In 10 Tagen wird der Mann sie holen und ins Tal bringen. Wir suchen sie, uns in ihrem Haus filmen zu lassen. Sie führt uns in eine dunkle Höhle, ihren Arbeitsbereich. Jetzt wird nur mehr Wasser erhitzt, aber hier hat sie auch ihren Käse produziert und gelagert. Hunderte Kilo, ein wesentlicher Teil ihres Einkommens. Ganz alleine ist sie doch nicht hier. Ihre beiden jüngeren Söhne Gatuna und Sviadi hat sie noch bei sich. Als Stadtmensch beneide ich die beiden sofort um ihre wohl abenteuerliche Kindheit im Sattel, im wilden Osten. Vielleicht wiederum nur ein Klischee, aber sicher ein schönes. Unsere nächste Station ist Diklo, das wohl schönste Dorf Tuschetiens. Ein Bruderkuss ist hier noch üblich. Unser Wirt, Herr Besik Elanidze, spricht zu meiner Freude auch Russisch und erweist sich auch sonst als sehr passabel. Und die Pferde steuern gleich dorthin, wo Frauen auch hier nichts zu suchen haben. Der Ort um die zerfallene Kirche ist hier wieder einmal heilig, also nur den Männern vorbehalten. Doch es sind in Wirklichkeit nur Relikte alter Traditionen, nichts wirklich Heiliges, eine Art identitätsstiftender Bezug auf alte Gebote. Fast alles hier ist aus Stein, etwas pathetisch ausgedrückt, in Stein gehauene Geschichte.
Besonders ins Auge stechen die steinernen Wehrtürme, in denen die Bevölkerung bei Gefahr vor Feinden Zuflucht suchte. Die Küche unseres Wirten befindet sich in einem überdachten Verschlag. Herr Elanice ist gerade dabei, das Abendessen für uns vorzubereiten. Sie machen das alles selbst? Ja, fast alles. Herr Elanice war früher Schafhirte. Doch dann hat er umgesattelt und gemeinsam mit seiner Familie einen Herbergsbetrieb eröffnet. Und es läuft ganz gut. Im letzten Jahr hatte er fast 600 Übernachtungen. Und was wird das? Das ist Verschiertes und daraus mache ich Koteletten oder Kigali oder so etwas. Und Sie können das alles? Ja, ich bemühe mich, damit es allen schmeckt. Noch sieht das alles nicht sehr appetitlich aus, aber das ist wohl in den meisten Naturküchen so. Herr Elanice ist ein sehr eindrucksvoller Mann und wirkt auf mich weder wie ein Schafhirte noch wie ein Herbergsvater, eher wie ein Intellektueller. Er erzählt von seinem ganzen Stolz, seinem Multifunktionalofen. Mit ihm heizt er das Haus und kocht auf der Herdplatte. Aber sein Superofen kann noch mehr. Hier kann man Brot backen. Und als vierte Funktion kann ich hier Schaschlik zubereiten. Da schütte ich heiße Kohle rein, lege die Spieße drauf und mache eben Schaschlik. Dass die ganze Familie zusammenhält, ist selbstverständlich. Seine Schwester hilft nicht nur beim Servieren, sondern kocht auch und räumt die Zimmer auf. Das ist praktisch überall so. Das Essen schmeckt wirklich gut. Vielleicht manchmal ein wenig zu scharf für unseren Geschmack und das Fleisch in der Suppe ist eher fett, schmeckt aber trotzdem. Und Alkohol gibt's natürlich auch. Also alles bestens. Unser Begleiter Temo führt mich zu einer Nachbarin. Sie ist eine der wenigen im Dorf, so erzählt er mir, die noch dabei ist, Käse zu machen. Natürlich folge ich gerne. Wiederum kommen wir in einen kleinen Verschlag, Natur par excellence. Die Milchverarbeitung ist Frauensache. Die klassische Rollenverteilung gibt es auch hier. Die meisten Männer sind schon im Tal unten. Sie kommen erst wieder, wenn die Frauen mit ihrer Arbeit fertig sind. Einige Kilo Butter sind schon fertig. Und hier, sagt Temo, sei der Rahm. Und dann geht's ins Lager, wo der produzierte Käse des ganzen Jahres aufbewahrt wird. Es sind einige Tonnen, die da scheinbar achtlos herumliegen. Doch es ist in Wirklichkeit das Ergebnis der Arbeit eines ganzen Jahres. Mich interessiert, was es sonst noch in dem Ort zu entdecken gibt und begebe mich auf Erkundungstour. Das kann doch nicht sein, dass hier niemand sonst anzutreffen ist, obwohl es genauso zu sein scheint, als wäre hier alles verlassen und tot, wie die Steine, die der Grundbaustein des Lebens in den kaukasischen Bergen sind. Doch dann entdecke ich einige Männer, die sich hier genauso umsehen wie ich. Entschuldigen Sie, sind Sie von da? Nein, wir sind aus Tiflis. Wir befassen uns hier mit der Rekonstruktion dieser alten Häuser. Wir hauchen ihnen wieder neues Leben ein. Das sind genaue Rekonstruktionspläne, damit die Häuser auch diesen Winter noch überstehen und nicht zusammenbrechen. Und nächstes Jahr beginnt dann eine Totalwiederherstellung. Für mich sehen die Häuser alle irgendwie gleich aus, aber dem ist nicht so. Sehen Sie sich dieses Dach an, in was für einem havarierten Zustand das ist.
Das hier heißt trockene Lage. Und ist das in gutem Zustand? Ja, es ist nicht so schlecht, aber kommen Sie weiter, ich zeige Ihnen etwas. Dieses Haus haben wir wiederhergestellt. Schaut doch nicht schlecht aus, oder? Vielleicht nicht ganz so, wie unsere Vorfahren es gebaut haben, aber ich denke, es ist nicht so schlecht. Das Geld für die Bauarbeiten kommt aus Tiflis, der Hauptstadt. Beim Abgang durch das Dorf fallen mir einige Sonnenkollektoren auf den Dächern auf. Sie stammen aus der Entwicklungshilfe Tschechiens. Tradition und Ursprünglichkeit mischen sich hier mit Hochtechnologie. Auf jeden Fall eine interessante Mischung. Doch dann finde ich doch noch einen Bewohner. Nicht das kleine Schaf, sondern dessen Besitzer, Herrn Ceoparidze. Er wirkt sehr freundlich und leutselig, aber eines mag er ganz und gar nicht. Russen, das ist das Gleiche wie Faschisten. Das sind Chauvinisten. Ich bin kein Politiker, aber nirgendwo in der Welt liebt man die Russen. Und Sie auch nicht? Nein, ich habe sie nie gemocht, schon von Kindheit an. Waren Sie auch im Krieg gegen die Russen? Nein, aber mein Sohn war. In Abchasien und Ossetien. Mit den Russen ist es schwierig, Probleme zu lösen. Das sind Eroberer. Die suchen sich irgendwelche kleine Länder aus und beuten sie aus. Naja, etwa im nördlichen Kaukasus, Tschetschenien, Inguschetien, jetzt Ossetien und Abchasien. Das heißt, Russen kommen nicht hierher als Gäste oder so? Nein, die stören uns überhaupt nicht. Das sind doch normale Leute. Da kommen ja auch Touristen von dort, aus der Ukraine, aus Russland. Und mit denen haben Sie dann keine Probleme? Nein, Menschen sind überall gleich. Es sind die Politiker, die machen den ganzen Mist. Übrigens, das kleine Schaf heißt Waisenkindlein, weil es kein Vater und auch kein Mutterschaf mehr hat. Ich treffe mich zum Abschied noch einmal mit Herrn Elanidze. Er ist nicht nur ein Wirt, sondern ein ausgezeichneter Kenner der alten Geschichte. So heißen die Dörfer hier in der Umgebung. Aber er weiß auch um die heilige Stätte Bescheid, zu der Frauen keinen Zutritt haben. Das ist das Kreuz. Bei uns gibt es viele so heilige Plätze. Da oben etwa, der Turm heißt Machaloi. Gleich daneben liegt der alte Gerichtsplatz. Aus den 12 Dörfern der Umgebung kamen die Ältesten zusammen, um hier Gericht zu halten. Hier saß der Kläger, der den Angeklagten beschuldigt hat. Und da der Zeuge, wenn es einen solchen gegeben hat. Und die höchste Strafe war die Verbannung aus dem Dorf. Und er musste dann in eine andere Gegend ziehen und durfte hier nicht mehr leben. Nach Sureti, Pschavi oder Kachetien. Wir sind natürlich nicht verbannt, sondern bester Laune und ziehen weiter. Ja, 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 ja! Die Gegend scheint aus dem Fantasyfilm Herr der Ringe zu stammen. Weitläufig, wild und manchmal geradezu abenteuerlich. Das sind wahrscheinlich Bauarbeiter, die darauf warten, abgeholt zu werden. Es ist vorteilhaft, hier schwindelfrei zu sein. Was mich beruhigt, die Pferde sind es, trittsicher und arbeitswillig. Es klingt vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber es ist wirklich so, dass wir in eine andere Welt eintauchen. Und dabei entsteht manchmal eine vielleicht naive Sehnsucht nach einem solchen naturnahen Leben, Wohlstand hin oder her. Wer hier die Hosen anhat, merkt man sofort. Frau Mara erweist sich als Chefin unserer Herberge in Strauta. Resolut, entschlossen, aber lustig wie ein kleines Kind, führt sie mich in ihr Office. Küche, Wirtsstube, Ofen, alles in einem Bretterverschlag. Doch das reicht, mehr gibt es eben nicht.
Ihr Mann hat sein Leben als Straßenarbeiter verbracht. In ihrer Pension versuchen sie jetzt mit Touristen ein wenig Geschäft zu machen. Und irgendwie scheint es zu funktionieren. Ihre Duschkabine ist die luxuriöseste, die wir auf unserer Tour bisher zur Verfügung hatten. Die beiden wollen es uns ganz besonders gemütlich machen. Getrunken wird hier aus Steinbockhörnern und das womöglich auf Ex. Und dann lernen wir die ursprünglichste aller georgischen Sitten kennen. Veronika. Der Tischvorsitzende gibt im Minutentakt Trinksprüche zum Besten. Auf die Gesundheit, die Natur, die Frauen und auf so ziemlich alles, worauf man trinken kann. Und getrunken werden muss natürlich. Das viele Trinken nervt ein wenig, aber zugegeben, der Stimmung schadet es nicht. Alkohol in einer Tischrunde abzulehnen, das wäre so, als würde man bei uns jemanden bei der Begrüßung den Händedruck verweigern. Also trinken wir fleißig, weil es die Sitte so will und natürlich auch, weil es uns Spaß macht, so richtig auf Georgisch zu feiern. Herr Jim Sherry singt von Felsen, den Wasserfällen, dem Eis und dem Schnee und natürlich von der georgischen Heimat, die sich ein richtiger Georgier von niemandem nehmen lässt. Und was wäre ein feuchtfröhlicher Abend ohne Tanz und Gehopse? In Hochform dabei unser sonst so ruhiger Begleiter Temo. Und wenn der Meister selbst das Bein schwingt, dann kommt der Abend zu seinem Höhepunkt. Noch etwas benebelt, aber guter Dinge und langsam ernüchtert. Durch den frischen Wind setzen wir unsere Reise fort. Und ein wenig Gefühl für das Leben in den kaukasischen Bergen haben wir bereits gewonnen. Wenn es stimmt, dass die Landschaft auch die Menschen prägt, müssten alle Georgier hier Engel sein. Und dann bei einer Brücke bekommt es Hulchers Pferd plötzlich mit der Angst zu tun. Doch Huitscher ist kein Draufgänger, der sein Pferd mit Gewalt über die Brücke zerrt. Er lässt anderen den Vortritt. Dann weiß auch seine Stute, dass der Übergang vielleicht bedrohlich aussieht, aber in Wirklichkeit harmlos ist. Wenn es um Mut geht, haben manchmal nicht nur Menschen Probleme. Letzten Endes schaffen es aber alle. Doch es folgt gleich die nächste Herausforderung. Wir müssen einen Bergpass überqueren und dabei etwa 1500 Höhenmeter hinauf. Es ist teilweise so steil, dass die Pferde sich selbst den Weg suchen müssen. Und mit ein wenig Anfeuerung funktioniert es auch. Da bleibt uns auch nichts anderes übrig, als es unseren vierbeinigen Gefährten gleich zu tun. Doch nach einer Stunde ist die Qual vorbei und wir sind wieder die Herren und Damen im Sattel. Es hat sich natürlich gelohnt. Die Landschaft und die Ausblicke sind einfach unglaublich.
Ganz oben pfeift uns der Wind um die Ohren. Kein Wunder in dieser Höhe. Etwa so wie hier schaut es auch in den Nachbarregionen Tschetschenien und Dagestan aus. Hier bekommt man eine Vorstellung davon, in welchem Umfeld dort islamische Separatisten, auch oft auf Pferden unterwegs, ihren Kampf gegen das russische Militär führen. Hier ist es ruhig, doch mir wird bewusst, dass Krieg und Frieden oft nicht weit voneinander entfernt sind. Wie im Wilden Westen laufen auch im Wilden Osten Pferdeherden frei herum. Die Gegend ist geradezu eine Einladung dafür. Gleich nach dem Abstieg auf der anderen Seite des Berges kommen wir in eine kleine Wirtschaft. Nach den Strapazen sind wir froh, endlich irgendwo einzukehren. Doch nicht nur wir sind froh, endlich ein wenig Ruhe zu haben. Unser Wirt heißt diesmal Robinson und sieht auch aus, wie man sich einen richtigen Robinson vorstellt. Er lebt hier mit seiner Frau, Sohn und Tochter. Eine Blechhütte erwartet uns als unser Quartier. Früher war ihr Hof Teil der sowjetischen Sowchose. Heute haben sie selbst 40 Kühe, die meist in der Nähe weiden. Es überrascht mich ein wenig, dass auch ihre Tochter Miriami hier abgeschieden in den Bergen mit ihren Eltern lebt. Sie hat in Tiflis ihr Medizinstudium abgebrochen und ist lieber auf ihren elterlichen Hof zurückgekehrt. Wir werden natürlich sofort reichlich bewirtet. Nicht nur mit Tee, sondern, wie es üblich ist, gleich mit mehreren Flaschen Alkohol. Und meine polnischen Freunde sind da auch nicht ganz unroutiniert in solchen Dingen. Die angeheiterte Stimmung hat auch ihre Vorteile. Unsere Gastgeber kommen in richtige Feierlaune. So stelle ich mir vor, sind wahrscheinlich auch unsere ländlichen Vorfahren vor hunderten Jahren in langen Nächten beisammen gesessen. Etwas verkatert, aber doch brechen wir am nächsten Tag auf. Wir wissen nicht genau, wie hoch wir jetzt sind, aber immerhin über den Wolken, wo die Freiheit ja angeblich grenzenlos ist. Und natürlich pfeift uns der Wind um die Ohren. Der Aufstieg war ganz schön anstrengend. Manche von uns haben schon die Knie geschlottert und ich kann nicht behaupten, dass ich nicht zu diesen gehört habe. Jetzt müssen wir wieder runter und Robinson hat uns etwas ganz Besonderes versprochen. Im Tal ahnen wir dann, was die Überraschung ist, die Robinson uns angekündigt hat. Gemeinsam mit Gotcha steigt er ins Wasser und zeigt uns, wie hier georgische Männer fischen. Doch zunächst ziemlich erfolglos. Nach einer Stunde ist die Ausbeute eine Forelle. Ich habe das Gefühl, dass der Fischfang jetzt für ihn eine Prestigesache geworden ist. Es dauert nämlich schon Stunden.
Meine Kollegen haben inzwischen anderes zu tun. Und dann kommt Gotscha mit dem gesamten Fang. Einige Forellen, so circa 10 Stück sind es geworden. Und der Stolz in Robinsons Gesicht ist unübersehbar. Nach 4 Stunden kommen wir hundemüde in unser Quartier. Es ist fast Mitternacht. Anstatt schlafen zu gehen, ist Gotscha schon dabei, die Fische auszunehmen. Gekocht werden sie ganz einfach in Salzwasser. Es folgt also noch eine Nachtschicht. Wir sind schon sichtlich ruhiger und müder als am Vortag. Alkohol bleibt auch weg. Die Forellen sind natürlich ein Festmahl, ein krönender und würdiger Abschluss unseres Besuches. Am nächsten Morgen versuche ich Robinson zu einem Interview zu bewegen. Aber beim direkten Anblick der Kamera wird er zu meiner Überraschung verscheut das Wort krank. Trotzdem frage ich ihn über die früheren Zeiten. Als die Kommunisten regiert haben, hat man uns nicht erlaubt, eine größere Anzahl von Tieren zu halten. Nur einige wenige. Ganz wenige, 1-2 Kühe. Und das Geld haben sie von der Sofkose bekommen? Ja. Und jetzt ist es besser, wenn sie alleine wirtschaften können? Ja, das ist besser. Natürlich ist es besser. Und glauben Sie, dass Ihre Kinder auch hier leben werden? Unsere Kinder werden hier leben, natürlich. Das ist für uns sehr wichtig. Mein Vater, mein Großvater haben hier gelebt und ich werde auch hier leben. Und dann der Abschied. Ich hoffe nur, dass da keine Tränen aufkommen. Ich mag euch alle so gerne. Ich habe das Gefühl, ihr gehört schon zur Familie. Von Frau Tina fällt es auch mir schwer, Abschied zu nehmen. Besonders hier ist die Herzlichkeit, die uns wirklich einnimmt für diese Menschen, die uns wieder einladen, hier wiederzukommen. Und das werden wir sicher auch gerne tun. Es ist wie in einem kitschigen Film. Die Einheimischen bleiben zurück und die Helden ziehen weiter. Der Wettergott des Kaukasus hatte schon die ganze Zeit Einsehen mit uns. Doch heute am Abschiedstag schenkt er uns ein richtiges Prachtwetter. Ein letzter sentimentaler Blick ins Tal. Und dann kommen bei jedem von uns Erinnerungen auf, die uns sicher noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Ja.